Was sind denn das für Töne aus der Propsteikirche St. Peter in Recklinghausen? Wer hat's erkannt? Na klar, Indiana Jones, die Titelmelodie der berühmten Abenteuerfilmreihe um den gleichnamigen Entdecker und Schatzsucher. Den Schatz Orgelmusik heben und anderen das Instrument Orgel zugänglich machen, will auch Thorsten Maus. Der Regionalkantor greift dann auch mal zu unerwarteten Stücken in die Tasten. Die Reaktion der Hörer? Die werden dann wach. Ich sag das mal so, ich weiß nicht, ob die überrascht sind. Die werden wach, das heißt, man knipst die damit an. Ich glaube, in dem Moment sind die dann erstmal auch wirklich offen jetzt für Orgel. Und ich glaube, wenn ich dann einen Bach spiele, finden die den genauso schön. Natürlich, wenn jetzt einer ungeübt ist und ich spiele ihm irgendwie ein Bachstück vor, was 12 Minuten dauert, das macht natürlich keinen Sinn. Sinn macht es deswegen, sich erstmal erklären zu lassen, wie diese Orgel ansatzweise funktioniert. Es gibt Streichregister, zum Beispiel gibt es hier die Gambe. Ja. Dann gibt es die himmlische Stimme, Voix Celeste oder Vox Celestis, je nachdem. Die kombiniert man dann meist mit der Gambe. Dann gibt es eben schwebende Klänge. Beeindruckend an der Orgel mit ihren 44 Registern und 2858 Pfeifen, die 2005 hier verbaut wurden. Die Orgel musste in das Turmgewölbe passen, inklusive Basspfeifen an der Rückseite. Wenn ich Tutti spiele, das heißt, das sind alle Register plus alle Spielhilfen, dann gibt es noch so spezielle Koppeln, dann wird vieles verdoppelt, verzweifacht, sagen wir es mal so. Dann kriege ich, ich sag mal, selbst in unserer Dorfkirche Kathedralklang. Da steckt Wumms drin. Und der hört sich dann so an. Und wer zum Orgelschätzeheben in die Recklinghäuser Propsteikirche möchte, ab September gibt es wieder die internationale Matinee-Reihe jeden Samstag, kurz nach Mittag. Nicht Indianer aus den USA, aber namhafte Organisten von Rotterdam und Recklinghausen bis St. Petersburg.